Hey Leute, willkommen zurück zu Civilization und ja, Alphabetisierung wissen wir ja alles. Interessant ist, hier bekommen wir jetzt die Eisenbahnstrecken, werden hier gebaut. Sehe ich jetzt schon, dass es so ist. Oh Gott, wie die alle losackern. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar mehr von denen. Wir haben ja auch gerade gerade Zeit, aber wir bekommen jetzt auch deswegen mehr Gold. In Rostov muss noch eine Produktion gewählt werden. Ich weiß gar nicht, was hat das denn? Kolosseum, Universität, Theater? Okay. Stadtmauer, genau. Ich bekomme es immer so vor, als würden wir alles gleich mal zerstören wieder von Anfang an. Was würde sonst noch empfohlen werden? Eine Stallung. Ja, okay. Stadtmauer. 20 Runden. Ja, wird schon schneller gehen. Nächste Runde müssen wir ein bisschen die Einheiten verteilen. Vor allem hier in diese Richtung, damit wir hier die Suana erobern können. Oder einfach hier Richtung Susa. Das wäre auch sehr schön. Dann hätten wir noch eine zweite Grenze Richtung Ägypten. Ich weiß es nicht, ob wir das wollen. Ich glaube, wir lassen, machen erstmal Susana. Das ist für mich besser. Und dieses Schiff lassen wir erstmal noch hier. Und wann kommen die Infanterieeinheiten? Ui. Oh, was zum Teufel? Woher kommen die alle auf einmal? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Fuck, man. Oh Gott. Woher kommen die auf einmal? Die wurden auch gar nicht angezeigt. Jetzt müssen wir schnell mit den Artillerie runter, sonst haben wir das verloren. Der General, erstmal den General platt machen. Jetzt überlebt hat. Ich dachte, die General sterben sofort. Oh Gott! Er benötigt Befehle. Das ist schon wieder so ein toller Bug. Und, oh Gott, nächste Runde. Oder können wir schnell was produzieren hier? Produktion ändern. Kauf. Wir können auch nichts. Eine Karawalle können wir kaufen. Zurück zur Karte. Nächste Runde. Eiffelturm wurde in einem fernen Land gebaut. Haben wir das... Nee, haben wir nicht auch schon gestartet, Eiffelturm? Ja. Verdammt, wie die hier wieder ankommen. Und diesmal muss ich durch einen Engpass, wenn ich das beschreiten will. Die auch Artillerie. Kanonen. Na, hält zumindest ein bisschen was aus. Oh Gott. So viele Infanterieeinheiten. Die können unseren Artillerien so schweren Verlust machen. Moskau haben wir jetzt durch Gold bekommen. Und warte mal kurz. Ich überlege gerade, mal hier was bauen. Ey, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Was können wir bauen am besten? Oder kaufen. Wir haben jetzt viel Gold bekommen. Stadtmauer würde uns die Verteidigung nochmal bringen. Flugabwehrgeschütz, Panzerabwehrkanone, sorry. Artillerie. Dann wollen wir eine Artillerie kaufen? Schlachtschiff vielleicht. Wo ich nur hoffen kann, dass der eine Runde wenigstens aushält, dass wir das Schlachtschiff nicht sofort verlieren. Das kann nämlich eng werden. Ich will nämlich lieber, wenn dann sagen wir hier oben. Kaufen wir noch mal was. Dann kaufen wir hier noch Infanterie. Zurück zur Karte. Dann machen wir die Infanterie hier platt. Sehr gut.
Dann würde ich sagen, eine Kanone lassen wir wenigstens noch mal hier. Und dann müssen wir die anderen runterziehen. Wenigstens bis hierhin mit der einen. So, eine andere Zugmodus hierhin. Können wir nichts machen. Verdammt, das hätte ich nicht gedacht, dass die so krank drauf sind. Ja. Wie lange brauchst du noch für Christo? 13 Runde. Macht es. Tempelburg. Wir könnten hier irgendwas noch produzieren. Dass uns schnell was bringt. Noch eine Artillerie. Der Bautrupp hier soll erstmal automatisch machen und Infanterie heilen. Die bleibt erstmal hier, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance. Plus 2, plus 3, plus 2. Ja. Können wir dich rausschicken? Ach, können wir gar nicht. Im Gelände Malus. Ey, kriegen die Einheit gar nicht. Dann schicken wir dich wieder zurück. Dann bleibt die erstmal hier. In Sicherheit. Da kommt doch noch eine Einheit, eine Artillerie. Dann wir echt Schaden verursachen ordentlich. Wenn nicht. Sieht's aus. Noch eins weiter. Wie viel haben wir? Ja, reicht genau aus. Wir erstmal minus 3 gemacht. Ist schon mal in Ordnung. Ja. Ich weiß es nicht. Kanone. Heil dich erstmal. Obwohl, du bist schon fast geheilt. Sonst soll ich dich echt wegschicken. Nee, ich will dich hier lassen. Dann stationieren. Ja, und die musste ich erstmal ausruhen. Die Artillerie. Zieht sich mal hier hin. Okay. Dann leider auf zur nächsten Runde. Denn das hier sieht jetzt nicht gerade so toll aus. Drei Runden haben wir noch goldenes Zeitalter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell wieder vorbeigeht. Kommt bestimmt die Infanterie, ja. Und es war wohl erobert. Oh verdammt, jetzt greifen die mich. Damn. Verdammt. Oh Gott, jetzt würde ich mal Kreuz. Das war nämlich echt ein bisschen in den Arsch treten, wa? Verdammt. Vorteile für uns wäre rein theoretisch. Wir könnten hier einmal rangehen. Schaden verursachen, genau. Muss es anders machen.
die Gefahr, dass ich eine Einheit verliere, wenigstens. Mal kurz. Nein, wir werden nichts verlieren. Und zwar, wenn wir die Einheit hier hinten schicken. Denn aus hier mit der Artillerie-Einheit. Okay, die steht noch da. Wir werden aber mal kurz gucken. Ein Punkt bräuchte ich noch über. Verdammt, ich habe keinen Punkt über. Ich könnte maximal bis hierhin sagen. Meine ganzen Artillerie-Einheiten. Damn. Und solange wir uns da noch im Krieg befinden. Ja, ich weiß. Wurde angegriffen. Großer Händler wurde geboren. Warten wir erstmal ab. Ja, ich weiß. Dich will ich aber gerade nicht haben. Die Infanterieeinheiten. Dich haben wir doch noch, wa? Ich würde lieber dich jetzt mal hier hinpacken. Infanterie, wenn es geht, hier hinpacken und sagen, verteidigen. Gleichzeitig würde ich sagen, damit wir die Schwächen... Oh Gott, die Schwächen waren am besten. Hier, Infanterieeinheit, die hier. Schaffen die das zwei Runden hier hin? Könnte eng werden. Die müssen jetzt mal raus und ach. Das wird auch schön sein, die Stadt wieder zu erobern. Ja, komm hier. Reiß das mal hier hoch. Und dich haben wir auch noch. Einfach mal kurz hier aufschießen. Einfach vorsorglich Schaden verursachen. Und wir haben 460. Was können wir kaufen dafür in dieser Stadt? Ein Arbeitsboot. Nein. Warten wir mal noch nächste Runde. Ich will die Einheiten nicht loswerden, ja. Die sind aber jetzt so gut eigentlich alle. Ich überlege gerade. Nein, du kommst nur mit hier rüber. Dich brauchen wir hier. So. Und du, Artillerie. Ich kann nichts machen. Ich hoffe, die nutzen das nicht aus. ja. Puh, Leute, ich guck mal kurz, wie lange wir schon aufnehmen. Bis gleich. Ja, Leute, ich sag mal, das wird eine kürzere Folge, weil wir sonst immer schon ziemlich lang haben. Und deswegen würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie hin. Bis dann, ciao, ciao.